Ja, wir sind natürlich traurig heute, dass unsere Serie gerissen ist. Es war wie erwartet ein intensives Spiel, ein Spiel, wo jede Mannschaft ihre Phasen hatte, wo sie gedrückt haben, wo sie Chancen hatten. Ich glaube, im Laufe des Spiels, vor allem in der zweiten Halbzeit, haben wir immer gefährlicher vor das Tor gefunden, haben das Spiel unter Kontrolle bekommen. Ein Spiel, was man am Ende nicht verlieren muss, ein Spiel, wo wir gezeigt haben, dass wir nicht reif genug sind, so ein Spiel auch dann 0-0 über die Bühne zu bringen. Wir haben kurz bevor das Gegentor fällt, haben wir, glaube ich, die größte Möglichkeit des Spiels mit Ransford Königsdorfer allein vom Tor, wo wir das Tor machen müssen. Dann gehen wir als Sieger vom Platz, haben davor 3-4 gefährliche Flanken, gefährliche Situationen von außen, die wir allesamt nicht gefährlich genug dann gestalten, wo der letzte Ball nicht gut war, das letzte Einlaufen nicht gut genug war. Und dann standen wir ein bisschen wild. Dann haben wir 2-3 Bälle leichtfertig in der Vorwärtsbewegung verloren und wodurch wir 60 München dann Möglichkeiten zum Angriff, zum Konter gegeben haben. Und ein so ein Konter fällt dann kurz vor Schluss gegen uns. Und da muss man dann einfach abgezockter sein. Da muss man so ein Spiel, wenn man seine Chancen schon nicht nutzt, dann muss man so ein Spiel dann 0-0 spielen. Und das ist uns heute leider nicht gelungen. Und deswegen fahren wir traurig nach Dresden zurück. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen von der Pressetribüne? Ja, Frage an den Trainer. Der Christoph Steffener musste vor der Pause raus. Was ist mit ihm? Gibt es schon irgendeine erste Diagnose? Ist es was Schlimmeres? Ja, da müssen wir die Bilder abwarten. Er hat ein Problem am Sprunggelenk. Möglicherweise eine Bandverletzung. Wie schwer, können wir nicht sagen. Er konnte auf jeden Fall das Spiel nicht weiterspielen und das ist schon mal nicht gut. Wie schwer jetzt die Bänder in Mitleidenschaft gezogen sind, können wir im Moment noch nicht ganz abschätzen. Sehr schade. Gute Besserung an ihn. Ja, mach ich. Gibt es noch weitere Fragen? Jens Marschlich, GBA, bin ich zu hören? Jawohl. Herr Kocinski, was bedeutet die Niederlage jetzt im Aufstiegskampf, gerade mit dem Blick, dass Rostock und Ingolstadt nur noch einen Punkt entfernt sind? Ja, die Frage haben Sie schon selbst beantwortet. Wir sind noch einen Punkt vor, wir sind Erster. Wir haben das nächste Spitzenspiel in 2 Wochen. Und ja, uns war klar, dass hier eng und dass es ein hartes Spiel wird und dass wir auch noch einen harten Weg zu gehen haben. Und das haben wir heute gesehen und es bleibt umkämpft bis zum Schluss. Und für heute sind wir traurig, aber letzten Endes sind wir noch oben und haben die Chance, in 2 Wochen auch die Dinge besser zu machen, die wir heute nicht gut gemacht haben. Gut, dann übergebe ich das Mikro kurz meinem Dresdner Kollegen. Markus, nächste Frage kommt von Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Herr Kocinski, auffällig waren die vielen letzten Pässe, die nicht ankamen. Haben Sie dafür eine Erklärung? Nee, nicht wirklich. Waren vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit einige Situationen, gute Flanken, die dann gut gemeint waren, wo einfach der letzte Pass nicht gefehlt hat, der letzte Pass nicht gut genug war. Und selbst wenn er kam, haben wir dann im Abschluss, waren wir dann zu ungenau, es war nicht so präzise, wie es sein muss. Das kann man manchmal nicht erklären, zumindest im Moment nicht. Thomas Nahrendorf, Dresdner Morgenpost mit der nächsten Frage. Haben Sie die Partie bereits in den ersten 15 Minuten verloren? Da hatte Ihre Mannschaft zahlreiche gute Chancen. Ja, wir haben da Möglichkeiten, haben auch ein Tor gemacht, was dann abseits war, haben ein paar gute Flanken, die nicht angekommen sind. Aber auch in der zweiten Halbzeit haben wir noch viele halbe Möglichkeiten und die größte, glaube ich, von Ransford, so frei vom Tor muss man die Möglichkeit nutzen. Insgesamt war das dann heute in der Chancenverwertung einfach nicht gut genug. Letzte Frage, gut, dass jetzt 13 Tage Zeit ist, um die Wunden mental und körperlich zu lecken, fragt Thomas Nahrendorf von der Dresdner Morgenpost. Ja, wir nehmen das, wie es kommt. Das ist jetzt okay. Wir, ja, ein bisschen weiß ich, das wird nagen und das tut weh. Dann ist es auch manchmal schön, wenn man direkt weiterspielen kann. Aber ich glaube, dass nach diesen intensiven Wochen, die wir hatten, ich glaube, dass den Jungs auch ganz gut tun wird, einfach mal durchzuschnaufen am Wochenende und dann einen neuen Anlauf zu nehmen gegen Rostock. Ja, vielen Dank. Guten Abend zusammen. Ja, wir sind überaus glücklich natürlich, wenn man den Tabellenführer zu Hause 1-0 besiegt. Ich denke, das war ein klasse Drittligaspiel. Da haben wir zwei Mannschaften, die sich auf Augenhöhe begegnet sind und haben ja beide Mannschaften versucht, ja, das Spiel zu gewinnen. Es war ein harter Stück Arbeit für uns. Ich glaube, wir haben
eine gute erste Halbzeit gespielt, was Spielaufbau betrifft. Ich glaube, wir haben schon die Kontrolle im Spiel gehabt. Und glaube ich, mit Sascha Mölders die beste Chance in der ersten Halbzeit gehabt, wo Torwart von Dresden sensationell hält. Ja, zweite Halbzeit war es natürlich dann schon so, dass Dresden natürlich dann sich auf unser Spiel ein bisschen eingestellt hat. Und dann war es natürlich, mussten wir gegen den Ball mehr machen, mehr arbeiten. Und ja, und dann war es, glaube ich, Dresden hat dann die eine oder andere Möglichkeit gehabt, waren immer gefährlich, vor allem durch ihre weiten Einwürfe. Es war schon für uns ja, extrem schwer, das wegzuverteidigen, aber die Mannschaft hat trotzdem immer wieder sich reingeworfen, hat alles gegeben. Und ich glaube, eine Schlüsselszene war sicherlich die Chance von Königsdörfer kurz vor Schluss. Und wie er wieder auf einem langen Einwurf am Ende hinten einer durchgeht und schießt am Tor vorbei. Und wir haben dann zum Glück dann kurz vor Schluss eine Überzahlsituation perfekt ausgespielt und mit Steinert natürlich einen exzellenten Abschlussspieler dann im Strafraum gehabt. Und ja, so freuen wir uns natürlich, ich freue mich vor allem für die Mannschaft, die sich für einen großen Kampf am Ende ja belohnt hat mit 3 Punkten. Ich denke, Dresden hat jetzt seit lange kein Spiel mehr verloren und das ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal unserer Mannschaft, dass wir dann die erste Mannschaft seit langem sind, die Dynamo besiegen konnte. Ja, so geht es jetzt in die Länderspielpause, die für uns ja mindestens ein Pokalspiel auf uns wartet. Und ja, jetzt freuen wir uns heute mal über das Spiel und dann geht es ab morgen schon wieder Richtung Ingolstadt, dass wir im Pokal ja, im Idealfall dann die nächste Runde erreichen können. Vielen Dank. Danke, Michael. Dann ist die Pressetribüne an der Reihe. Habt ihr Fragen an unseren Cheftrainer? Christina? Hört ihr mich? Ja. War das jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt auch mal so ein ganz spätes, dreckiges Tor, was gebraucht ist? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, dass so spät zuletzt noch Tore gefallen sind. Ja, für uns war es wichtig, dass wir heute 3 Punkte holen. Ich glaube, das war das, was wir uns auch vor dem Spiel vorgenommen haben, in der Halbzeit einmal das Sinne nochmal geschärft haben, dass wir auf jeden Fall zu Null spielen wollen. Und wir haben jetzt das dritte zu Null Spiel hintereinander. Ich denke, unsere Abwehr, unsere ganze Defensivleistung, das ist richtig gut. Und wir haben vorher schon die ein oder andere gute Möglichkeit gehabt, wenn man dann einfach auch, was ich auch vor allen Dingen auch Dresden in die Bälle reingeworfen hat, die Schüsse geblockt hat. So war es natürlich klar, dass ja in dem Spiel wahrscheinlich nicht so viele Tore fallen werden. Lag natürlich oder liegt natürlich auch an der Defensivstärke beider Mannschaften. Und heute haben wir dann hinten raus sicherlich dann das nötige Matchglück gehabt, das uns sicherlich die letzten Wochen gefehlt hat, dass wir dann heute ja nochmal spät nochmal den entscheidenden Punch setzen konnten. Oliver? Herr Kölner, Servus. War das von Ihrer Seite, dass Sie sich diese eben in den letzten Wochen vielleicht auch teilweise noch mehr gewünscht hätten? Das habe ich jetzt leider akustisch nicht richtig verstanden. Die Mannschaft hat aus meiner Sicht heute eine tolle Körpersprache gezeigt. War das dieses Zeichen, was Sie vielleicht schon Wochen vorher gerne gesehen hätten von der Mannschaft? Konstanz eben. Ja, wir haben, glaube ich, auch in Halle, ich glaube, den Willen kann man unserer Mannschaft nicht absprechen. Also ich glaube, dass das erkennt, glaube ich, auch jeder Löwen-Fan, dass er auf die Mannschaft stolz sein kann. Die Mannschaft gibt alles. Heute haben wir das nötige Match gehabt. Geht das Spiel 3 Minuten vor Schluss, schießt der Königsdörfer das 1-0, verlieren wir 1-0. Da wird sie mir wahrscheinlich andere Fragen stellen. So ist heute, das ist ja Fußball am Ende. Entscheidend war, dass wir heute alles investieren mussten in so ein Spiel, sodass du gegen Dynamo, gegen diese Supermannschaft keine Chance. Und das hat die Mannschaft gezeigt, wir haben einen guten Plan gehabt für das Spiel. Wir haben mit der Halbzeit dann nochmal ein paar Sachen nochmal im Aufbauspiel verändert, dass wir einfach ein Tor schießen können. Und das, glaube ich, ist entscheidend gegen so eine starke Defensive. Da haben wir, glaube ich, doch viele Möglichkeiten uns rausgespielt. Zum Glück haben wir dann auch eine dann verwerten können. Dann Matthias Eicher, bitte. Servus zusammen. Herr Kölner, wie sehr gönnen Sie es einem Spieler wie dem Philipp Steinhardt, der eigentlich für Defensivaufgaben zuständig ist, dass der mal so ein Spiel entscheidet? Ja, für Philipp ist, glaube ich, ein Balsam auf seine Seele, glaube ich, weil mit dem 2 verschossenen Elfmetern, glaube ich, hat er sich selber ein bisschen den Kopf gemacht. Philipp ist, seit ich jetzt hier bin, einer meiner stabilsten Spieler und mit Philipp zu arbeiten ist ein Traum. Also wie gesagt, es gibt wenig Spieler, die so kontinuierlich im Training alles abliefern, die so verlässlich Fußball spielen und vor allen Dingen auch
hinten im Aufbauspiel ein ganz wichtiger Faktor für uns ist und heute ja dann im Übergangsspiel oder dann in der vordersten Front dann auch seine Möglichkeiten am Ende auch nutzen kann. Und sowas trainieren wir ja relativ häufig im Training, Überzahlsituationen. Heute haben wir es gut gespielt, die letzte Aktion, dass wir ihn gut freispielen und eher vom Halbraum zu Halbraum und dann am Ende auch dann abschließen können. So ist für Philipp, glaube ich, wichtiger und ich hoffe, dass er eine lange Spieler in meiner Mannschaft ist. Oliver? Herr Kölner, es ist zwar jetzt nicht unbedingt Ihr Thema, aber Staatssprecher Stefan Schneider hat heute seinen Rückzug verkündet. Das ist eine Institution bei 60 München, war 30 Jahre Stadionsprecher. Wie haben Sie es mitbekommen? Ich habe es jetzt erst erfahren. Also wie gesagt, ich weiß es nicht, ich habe vor dem Spiel mit ihm unterhalten. Wie gesagt, ja, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu ihm, ein freundschaftliches Verhältnis und von dem her hoffe ich, dass vielleicht, ja, muss man mit ihm unterhalten, was die Gründe dafür sind und dann wird man schauen, ja, wie ich dann im persönlichen Gespräch mit ihm beim Glas Weißwein am Ende die Dinge dann nochmal eruieren kann. Er wird mich sicherlich wieder mal zum Essen einladen und dann können wir das beide mal besprechen und schauen, dass wir eine Lösung finden, die dann so ist. Aber wie gesagt, ich glaube, normal ist auch, und das muss man auch, ist ja ein völlig normaler Vorgang, wenn jemand das über viele Jahre macht, dass er dann vielleicht auch sagt, ich möchte mal ja, das nicht mehr machen. Aber wie gesagt, ich kenne die Gründe nicht, von dem her kann ich jetzt auch schwer was drauf sagen. Also, ich werde morgen mit ihm mal, das haben wir eh schon ausgemacht gehabt, uns mal telefonieren und dann hoffentlich das auch mal dann in einer ruhigen Minute am Ende dann besprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Rücktritt sofort ist. Sofort, ja gut, dann müssen wir mal schauen. Wir haben dann noch ein paar Tage Zeit. Vielleicht lässt sich da noch was kitten. Schauen wir mal. Dann sehe ich zumindest keine Fragen mehr. Ich hätte noch eine, Herr Kölner. Mhm. Was passiert denn eigentlich jetzt mit Ihrem Bart, nachdem Sie wieder gewonnen haben? Ach Gott, der wird bleiben. Also den tun wir jetzt einmal sicherheitshalber mal nicht weg. Den lassen wir jetzt einmal so. Dann schauen wir mal weiter, wie die nächsten Spiele ausgehen. Gut, dann haben wir die Bartfrage auch geklärt. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke, Michael. Und dann sehen wir uns Samstag gegen Ingolstadt.